Und nachdem Arthas alles geopfert hat, was er liebte, sind wir nun in der Untotenkampagne. Man sieht, das Bild hat sich geändert. Wir sind jetzt hier in Nordend und haben ein Licht vor uns und Untotenkampagne, Pfad der Verdammten. Starten wir das erste Kapitel. Kapitel 1, der Marsch durch die Asche, nahe des Vandamar Village. Die vom Lichtkönig ausgehende Seuche des Untodes hat sich in der ganzen Hauptstadt bis zu den Grenzen Lordaerons ausgebreitet. Die durch den Verlust ihres geliebten Königs geschockte und entmutigten Streitkräfte von Lordaeron wurden von den raubgierigen Untotenkriegern in alle Winde verstreut. Nun ist Lordaeron nur noch ein Schatten seiner einzigen Größe und Prinz Arthas wird immer noch vermisst. Was ist das für ein Trick? Mal'Ganis, ich weiß nicht, wie ihr überlebt habt, aber... Beruhigt euch, Prinz Arthas. Mein Name ist Tihonrius. Ich bin ein Schreckenslord wie Mal'Ganis, aber nicht euer Feind. Tatsächlich möchte ich euch beglückwünschen. Mich beglückwünschen? Ihr habt euren eigenen Vater getötet, dieses Land der Geißel ausgeliefert und somit eure erste Prüfung bestanden. Der Lichtkönig begrüßt euren Enthusiasmus. Ja, in seinem Namen habe ich alles und jeden geopfert, den ich liebte. Und empfinde dennoch keine Reue, keine Scham, kein Mitleid. Die Runenklinge, die ihr tragt, wurde vom Lichtkönig geschmiedet und vermag Seelen zu stehlen. Eure hatte sie als erste gefordert. Muss ich eben ohne zurechtkommen? Was ist des Lichtkönigs Begehr? Der Kult der Verdammten muss wieder zusammengerufen werden. Viele der Anhänger haben sich unter der Bevölkerung versteckt. Sobald ihr sie versammelt habt, gebe ich euch neue Anweisungen. So, Hauptquest. Akolyten retten... Akolyten. Vorsicht. Akolyten? Ja. 20 Akolyten retten, Arthas muss überleben. Und falls ihr euch jetzt wundert... Na, wir haben jetzt Gule und sind halt die Untoten, ne? Weil Arthas ja jetzt... Eigentlich ist er nicht untot. Er ist nicht tot. Er lebt noch. Er ist der erste Todesritter des Lichtkönigs. So, falls ihr euch fragt, warum er ein Tote Vorsicht. Auf einem toten Pferd sitzt, also auf das einem ist Pferd, schon was ist das dieses Pferd ist unbesiegbar, heißt dieses Pferd. Und dieses Pferd hat er, endlich. Was geht denn los? Geht's denn hier lang? Dieses Pferd hat er mit, glaube ich, 10 bekommen. Endlich. Also er war während der Geburt dieses Pferdes dabei. Das ist schon besser. Seid gegrüßt, großer Lord. Kel'Thuzad, unser Meister, tat uns eure Ankunft kund. Kel'Thuzad? Woher konnte er wissen? Seid wachsam. Wenn das Stadtvolk eure untoten Begleiter sieht, ruft es die Wache, um euch aufzuhalten. Frostmourne hat Hunger. Also wusste Kel'Thuzad bereits, dass das passiert. Endlich. Mein Tod endet. Frostmourne hat Hunger. Jedenfalls, falls ihr euch wundert, warum er ein Pferd hat. Die Verdammten stehen bereit. Zu den Waffen! Mist. Niemand falls ihr euch wundert, warum auf einmal er ein Pferd hat, also er war schon während der Geburt dabei, habe ich ja schon erzählt. Nein. Er war während der Geburt dieses Pferdes dabei. Und ritt es dann eines Winters aus und aber es war noch nicht bereit dazu, ausgeritten zu werden. Es war, naja, zu jung und er war ungestüm. Endlose euch war zu. Besucht die hiesigen Friedhöfe. Die dort Begrabenen werden euch gut dienen. Das hoffe ich doch. Endlich. Ja, optionaler Quest, das machen wir auch. Frostmourne hat Hunger. Gut, jetzt haben wir diesen Schemen, da kann hier alle rumgucken. Da ist zum Beispiel ein Captain, der Allianz. Ich gehe ungesehen. Niemand erteilt mir. Und was ich jedenfalls sagen wollte, ist, dass Arthas dieses Pferd halt geliebt hat und eines Winters ist er damit halt ausgeritten, ne? Und aber plötzlich war etwas doch recht Blödes passiert. Er ist ausgerutscht und das Pferd hat sich alle Beine gebrochen. Vorsicht.
und es jammerte und Arthas wäre fast erfroren, aber dann nahm er sein Schwert und tötete das heulend, also weil er natürlich, er war ein Kind und er, Gottverdammt nochmal, hat sein Haustier verloren, weil sein Vater hat es für sich war gut um ihn gekümmert, aber wirklich das ist schon viel besser. Freunde und alles hat meine er nie. Sehkraft gehört euch. Und dieses alles Pferd hat er halt verloren und hat es halt abgeschlachtet, nein, sozusagen. Also nein, hat es halt getötet, wurde von den Bauern gefunden und der hat ihn da aufgepäppelt und so weiter. Aber endlich. Danach war er irgendwie nie wieder derselbe, das weil es sein einziges besser. Haustier war und der einzige wirkliche Freund in seinem endlich. Leben. Außerhalb von Jaina und vielleicht den Paladin und seinen gottverdammten Lehrern und vielleicht Muradin, war das sein einzigster Freund. Das fand ich auch immer echt tragisch. Und auch die Leute sagen, dass Christy Golden dir dieses Buch halt geschrieben hat. Oh, ich bin jetzt echt raus, dass wir hier sind. Fand ich es echt traurig, auch wenn alle anderen sagen, dass es verweichlich ist. Aber guck mal, stellt euch vor, ihr seid, sagen wir jetzt, 10 Jahre alt das und trainiert ein Haustier, dass ihr, und ihr seid einer, der sowas nicht aushält und nach, an sowas nicht gewöhnt ist und halt, das war das endlich. Halt der erste, den er wiederbelebt hat. Aufpassen, die Stadtwachen sollten uns nicht sehen. Ich fand es jedenfalls tragisch. Ah, endlich. Deswegen hat er halt endlich. Ein Pferd. Nur damit ihr euch nicht wundert. Ah, endlich. Was muss offenbart werden? Mal sehen. Niemand Arthas, bleibt mal stehen. Mir Befehle. Ich werde eure Augen sein. Lass noch mal Akolyten verstecken, das ist super. Mal sehen. Hier prügelt sich die örtliche Bevölkerung Robert gegen Tyler. Das muss offenbart werden. Hier ist die Eingang der Stadtwache, da sollten wir nicht hin. Hier ist noch eine Akolytenversteckung. Ich gehe vorsichtig. Dann mal los. Das hoffentlich ist schon schlachten wir vorher die ganzen Leute endlich. Ab, bevor die uns sehen. Ich lebe nur, um euch zu Das dienen. Ist schon besser. Endlich. Endlich. Erbarmen, Milord. Jetzt, Frostmourne. Die Toten sind auferstanden. Jetzt, Frostmourne. Endlich. Endlich. Hilfe. Greife an. Sind zurückgekehrt. Gott. Das sind wirklich Idioten. Erbarmen, Scheiße. Milord. Bastard. Endlich. Sind deine Bastarde. Frostmourne hat Hunger. Okay, die Stadtwasserwache hat vergessen, was wir hier sind. Endlich. Das ist schon besser. Fuck. Endlich. Endlich. Ist natürlich nicht so gut, dass endlich. Die Stadtwache weiß, dass wir hier Frostmourne sind. Gefällt mir nicht. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Merkt halt, dass er untot ist, Arthas. Also er ist nicht tot, aber dass er böse ist. Sprecht, Dummkopf. Wir haben 8 gerettet. Ich habe Glück. Diese Gräber sind noch frisch. Ja, lauf doch! Im Namen des Lichtkönigs, steht auf und wandelt. Subi, jetzt haben wir neue Soldaten. Damit könnten wir diesen Ritter sogar schaffen. Jetzt, Frostmourne. Hier, Schweinchen in der Mitte. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Wenn ich das nicht. Wir brauchen jeden Soldaten hier eigentlich. Sprecht, oh, Arthas ist Stufe 2. Da unheilige Aura, davon kriegen unsere Soldaten immer Leben dazu. Das ist natürlich super. Ja. Der soll hier fressen. Wir können halt Kannibalismus, da kriegen die Untoten immer Leben dazu, was auch recht gut ist. Eigentlich hat er ein Pferd unten, ein Reiter, also könnte er jetzt eigentlich essen. Was ist das diesmal? Naja. Also, falls ihr noch irgendwas habt, was ich bereden sollte, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, jetzt müsste auch, also, lad morgen, glaube ich, die erste Folge hoch, also, damit ihr sie endlich. Sehen könnt. Ich habe die alle schon hochgeladen, endlich. Aber habe sie noch nicht freigegeben. Endlich. Also, ich hoffe, dass ich dieses Mal freigeben kann. Recht euer letztes Gebet. Banditen, endlich. Frostmourne hat Hunger. Verdammten stehen das Ach, die lassen wir gegeneinander kämpfen, ist uns egal. Frostmourne hat Hunger. Ach nee, hier unten ist noch ein Akolyt. Die lassen doch trotzdem gegeneinander endlich. Kämpfen. Das ist schon ich besser. Ich beuge mich Frostmourne eurem Willen. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Und hier oben ist noch ein Akolyt, den will ich aber haben. Frostmourne hat Hunger. Damit Arthas auch ein bisschen... Jetzt werdet okay. ihr leiden. Dieb, Alter, du schaffst es hier sowieso nicht. Die gegen den Herrn der Toten. Das ist schon besser. Was für ein Idiot. Ah, endlich. Für den Lichtkönig.
Ja, gegen den Hämmerling der Toten, gegen den Toten selbst, kann man nicht gewinnen. Glücklich, wir haben einen Heiltrank. Ah, so voll was gebraucht. Endlich. So, unsere Untoten die lieber mal fressen. Niemand erteilt mir Befehle. Ich tue es die ganze Zeit, gerade eben. Vorsicht. Für den Lichtkönig. Die Zelte haben manchmal auch ganz gute Sachen dabei. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Niemand erteilt mir Befehle. Ich glaube, in einem war ein Spindelring. Ach, den habe ich schon. Bekommen. Naja, egal. Dann gehen wir mal weiter und zerstören das Tor. Und man sieht, diese 12 geretteten Ankolyten sind hier und beten diesen blöden Tychondrius an. Ich kann ihn nicht leiden. Er hat noch nie irgendwas getan und gibt uns Befehle, weil er anscheinend so mächtig ist. Er ist sehr mächtig. Er ist scheiße stark, aber trotzdem nervt er mich. Vor allem, er könnte uns ja helfen, wenigstens mal. Tut er auch nicht. Das ist schon besser. Ich lebe nur, um euch zu dienen, großer Lord. Endlich. Die sind so demoralisiert, die können gar nichts mehr. So, wir erkundschaften aber erstmal mit den Schemen die Stadt aus. Alles soll offenbart werden. Okay, hier ist ein Akolyt, der ein Schaf trägt. Meine Sehkraft gehört euch. Patrouillierende Stadtwächter sind natürlich nicht so gut. Hier ist ein Reiter, ein Akolyt, ein weiterer. Alles soll Kinder. Offenbart werden. Mal sehen. Verbrennenden Getreide, alles was soll ich das? Hier sind 4 Ankolyten. Wie viel brauchen wir insgesamt? 20. Ja, da müssen wir 7 halt noch haben. Ich gehe ungesehen. Hier ist noch einer. Alles soll ach, das schaffen wir locker. Hier ist noch einer. Mal sehen. Gut, dann gehen Vorsicht. Wir erstmal mit Arthas Frostmoon hier oben hin. Hunger. Und schleichen uns dann das mit den anderen Untoten durch, sozusagen. Frostmoon hat Hunger. Ich lebe nur, um euch zu dienen, großer Lord. Endlich. Ja, wir sind der große Lord. Ne? Frostmoon hat Hunger. Und gar nichts. Erbarmen, Milord. Endlose Pein wird euch erwarten. Ja. Ah, endlich. Oh. Kukuro, das ist schon kukuro. Besser. Ich beuge mich eurem Willen. Kukuro. Frostmoon okay, den töten wir doch mal, würde ich sagen. Weil der doch ihr echt arg blöd in der Hölle schmoren. Genau wie ihr. Aber ihr wird bald in der in einer anderen Hölle als ihr glaubt. Ihr werdet bald die Hölle der lebenden Toten erleben. Nachdem ich euch und euer Pferd wiederbelebt habe. Was ist das diesmal? Tut mir leid, das muss so sein. Es hört einfach cool. Das ist schon besser. Hört dazu, wenn man ein Typ ist. Frostmoon hat Hunger. Der gegen die lebenden Toten herrscht. Ah, endlich. Mann, okay. Töten wir euch halt, weil ihr so besessen darauf seid. Ich habe den gottverdammten König getötet. Ich bin der gottverdammte Sohn des Königs. Das ist schon besser. Klingt überhaupt nicht. Aber trotzdem kämpfen sie für Lordaeron. Das ist halt die Allianz. Egal, was für Hoffnungen es gibt, auch wenn es keine gibt, endlich. Sitzen sie nicht heulend rum. Das ist sie schon kämpfen. Besser. Hier ist ein Gebäude. Hier ist ein blöder Truhe. Endlich. Nein. Endlich. Mein Leben endlich. Für Ner'zhul. Frostmoon hat Hunger. Endlich. Hilfe, die Untoten sind zurückgekehrt. Das ist schon besser. Endlich. Die Verdammten stehen bereit. Das ist schon besser. So, töten wir hier. Die letzten 4 sind hier. Jetzt ist es auch egal, wie viel wir verlieren. Hauptsache Arthas stirbt nicht. Und natürlich kann sie dieses Mal nur Arthas sein. Das hier ist nicht feierig, denn, oder es kann feierig sein, ich weiß es eigentlich nicht genau, aber feierig ist bereits untot. Falls es euch wundert, wo feierig abgeblieben ist, der ist bereits tot. Das könnte Merjalin vielleicht sein. Frostmoon hat Hunger. Die verdammten Beute in Ner'zhul. So, wir brauchen noch 3. Endlich. Frostmoon hat Hunger. Mal. Gut, dann töten wir noch ein paar Unschuldige. Yay, Unschuldige. Gut gemacht, Todesritter. Der Kult ist fast vollzählig. Lordaeron liegt in Schutt und Asche. Was nutzen uns diese Kultanhänger jetzt? Sie unterstützen euch bei eurer nächsten Mission. Und die wäre? Ihr geht nach Amborhall und bergt die Überreste des einstigen Meisters der Akolyten, des Totenbeschwörers Kel'Thuzad. Und hier machen wir erstmal einen kurzen Cut und wir sehen uns im nächsten Level. Bis bald.